Moin, moin. Hatte ich ganz vergessen, das Thema PP-Kupfer nochmal anzusprechen. Hier PP-Kupfer von der Firma Betzmann Galvanik. Mit, ja, was steht hier noch drauf? Leitfaden beachten. Okay. Kupferelektrode oder Graphit. Und ich hatte ja auf dem Lichtmaschinendeckel noch so die ein oder anderen Störungen. Und ich bin da noch einmal mit PP-Kupfer drüber gegangen. Und habe somit die Störungen definitiv komplett runtergefahren. Die jetzt einmal hier mit einer Politur rüber, ganz sanfte Politur, diese ultrafeine Politur von Betzmann Galvanik, und gehe hier noch einmal rüber. Und der Glanz vom PP-Kupfer ist, der ist gigantisch und in einer wirklich wahnwitzigen Geschwindigkeit. Das ist mir nur so rein zufällig eingefallen, wie ich jetzt die Fehler beheben kann ohne großen Aufwand. Jetzt wische ich da einmal drüber. Und mit dem PP-Kupfer können wir sogar Unebenheiten im Material bearbeiten. So. Und ich habe da die Krater schon fast nicht auf Null, aber schon sehr dick beschichtet mit dem PP-Kupfer. Der Glanz ist etwas heller als wie beim Kupferalkalisch. Ja, und da ich ja noch dieses Projekt habe, wo ich ja den einen oder anderen Fehler habe, den sieht man natürlich hier, sieht man einen Fehler oder hier, habe ich mir gedacht, gut, Smoky Nickel ist jetzt ja nicht so viel drauf. Probier's das mal mit PP-Kupfer. 2,9 Volt. Ich habe eine Graphitelektrode genommen. Ich habe mal die Kupferelektrode probiert. Das funktioniert nicht bei 2,9 Volt bei mir. Da habe ich wahnwitzige Ströme, 6, 7, 8 Ampere. So schnell kann ich den Stift gar nicht drehen, dass mir das Material gar nicht anfängt, schwarz zu werden. Und also beim Lichtmaschinendeckel hat es super geklappt. Ich konnte die Fehler, die Materialfehler ausbügeln, und auch das abgeplatzte Kupfer konnte ich damit definitiv auch noch mal reparieren. Hier kann man ja noch mal ein bisschen drüber polieren, ganz schwach. Ja, das gleiche probiere ich jetzt hier mal bei der Bremsankerplatte. Und man kann es versuchen direkt auf Kupfer. Ich habe natürlich jetzt hier als Sperrschicht mein Smoky Nickel gehabt. Bei dem anderen war es jetzt Kobalt. Ich würde auf jeden Fall immer noch eine Sperrschicht zwischenpacken. Die muss ja nicht dick sein. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass uns das PP-Kupfer nicht im schlimmsten Fall vielleicht noch das Material angreift. Und ja, dann probieren wir es jetzt mal hier bei diesem. Bei der Bremsankerplatte gehe ich natürlich hier auch gleich mal auf diese Fehler. Und ja, 2,9 Volt Graphit ist klar. Es wird natürlich alles etwas schwarz durch das Graphit. Und dann wollen wir mal schauen, wie sich das jetzt hier verhält auf der Bremsankerplatte. Also das PP-Kupfer ist schon vom Glanz, ist das schon der Hammer. Das ist aufgrund dieser ganzen Glanz Zusätze, die da noch mit drin sind, und eben halt diese Kombination aus saurem Kupfer und eben halt kupferalkalisch. Mal gucken, was habe ich hier? 0,8, 0,7 Ampere. Das ist also alles noch im grünen Bereich. Und wie wir sehen, habe ich jetzt hier gerade eben die Störung, glaube ich, so wie ich das hier gut behoben. So, dann muss man natürlich jetzt wieder nicht allzu lange, es geht ja nur um diese Störung, die man jetzt hier festgestellt hat, auf dem schnellsten Wege zu beheben. Ich habe es mal probiert, nachträglich nochmal mit dem Aluminiumabbeizer rüber zu gehen. Das war nicht so von Erfolg gekrönt. Das sieht so ähnlich aus, als wenn man am Auto nachträglich irgendwas lackiert auf einer großen Fläche. Das sieht man dann auch immer irgendwo. Und deswegen habe ich mich jetzt hier einfach, das ist nur rein testeshalber, wo ich sage, Mensch, probier's das mal aus. Mal gucken, was PP-Kupfer so kann. Und ja, ich bin also vom Ergebnis hellauf begeistert. Und wir haben natürlich dann den großen Vorteil jetzt, wenn wir eine wirklich vernünftig glänzende Oberfläche haben wollen, geht das natürlich mit dem PP-Kupfer super klasse, weil durch die hohen Glanzzusätze, die da mit drin sind, haben wir nachher noch nicht mehr so ganz so viel Arbeit, was das Polieren betrifft. Und wir schaffen natürlich zusätzlich noch mal eine vernünftige Schicht. Und auch hier, ich gucke mal, ob ich die Fehler hier auch hier die Fehler weg. Also,
Ja, das funktioniert richtig gut. Und mal gucken, ob ich das hier auch noch. Und je länger, wir kriegen natürlich auch eine ganz schnelle, dicke Kupferschicht drauf. Und ich gucke mal, ob ich hier wirklich alle Fehler wegbekomme. Oder ob. Ja, hier sieht man eben halt nur die unterschiedliche Dicke vom vorherigen Kupfer und vom Smoky Nickel. Ups. Ja, das ist auch immer Standard, immer einmal die Klemme abspringt. Gut, ich habe es natürlich jetzt so wie hier auf Smoky Nickel eigentlich noch nie probiert. Aber wie wir sehen, funktioniert das auch recht gut. Jetzt muss man natürlich nur noch mal gucken, wenn man mal hier so einfach nur drüber träufeln lässt, sieht man dann auch schon, dass es sich schon ins Kupfer verfärbt. Ja, das dachte ich, wollte ich auf jeden Fall noch mal zum Thema PP-Kupfer erzählen. Also beim Lichtmaschinendeckel Aluminiumvorbehandler, Kupfer alkalisch, dann Kobalt. Und wenn man dann jetzt noch ein bisschen Glanz rausholen möchte und eventuell vielleicht noch die eine oder anderen Störungen aus dem Material rausbügeln will, funktioniert es mit dem PP-Kupfer ganz gut. Ob man diese Kobaltsperrschicht auf dem Kupfer benötigt für PP-Kupfer, weiß ich nicht. Ich mache es sicherheitshalber, damit ich nicht Angst haben muss, dass ich vielleicht doch noch irgendwo auf die Zinkatschicht vom Aluminiumvorbehandler gehe. Und ja, ich denke, das so als Alternative ist gar nicht so schlecht. In diesem Sinne, frohes Schaffen.